Ein überraschender Besuch. Guten Morgen, Yumi. Hä? Ist das unsere Mutter? Hast du gut geschlafen? Ja? Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott, unsere Mutter besucht uns. Entschuldige, dass ich einfach so auftauche. Ich habe geklopft, aber als ich nichts gehört habe, bin ich einfach reingekommen. Oh mein Gott, Mama. Das ist doch unsere Mutter, oder? Ich kann mich schon so ganz dunkel erinnern. Du weißt, dass deine Schwester letztes Mal bei dir zu Besuch war. Naja, sie hat so viel davon geredet, wie viel Spaß ihr hattet, dass ich einfach selbst mal vorbeikommen musste. Mache dir keine Sorgen um deinen Vater und deine Schwester. Sie sind sehr verantwortlich. Okay. Und kommen ein paar Tage ohne mich klar. Ich konnte mich doch nicht richtig umschauen, aber was ich gesehen habe, sieht mir nach einer idyllischen kleinen Farm aus. Ich würde gerne ein paar Tage bleiben und wenn es dir nichts ausmacht, ich verspreche, dass ich dich nicht bei der Arbeit stören werde. Kommt so vorbei. Danke, Schätzchen. Ich freue mich darauf, etwas Zeit mit dir zu verbringen. Oh, Mama. Mama ist ein paar Tage zu Besuch. Das wird bestimmt toll. Ob mein Vater auch vorbeikommt irgendwann? Oh, wir haben 15.000 G bekommen und ihr Bett steht da. Ach süß, da haben wir kein Gästezimmer oder so. Ist noch alles sehr beschaulich hier. Stimmt's, Mama? Ach, mein Lieblingsessen. Ich mag Zimtschnecken sehr gerne. Diese plättrige, zarte, zähe Teig, das Aroma von Zimt und der in jedem Bissen steckt. Die klebrige Süße, es ist einfach zu gut. Sie passen perfekt zu einer heißen Tasse schwarzen Kaffee oder ungesüßten Tee. Ich liebe auch Sachen mit Zimt. So Franzbrötchen oder ja auch so Zimtschnecken. Mega geil. Ah, guck mal. Schaut euch mal meine Verfassung an und schaut doch mal auf die Uhrzeit. Ich habe es geschafft, den ganzen Reis anzubauen, alles zu platzieren und so. Ich zeig's euch dann, wenn ich fertig bin. Bin aber am Ende dann, weil es schon 5 Uhr nachts war, doch in Ohnmacht gefallen. So, machen wir einen Steckrüben-Eintopf. Dann machen wir mal 20 Steckrüben-Eintöpfe. So, damit dürften wir, mit 20 Steckrüben-Eintöpfen dürften wir durch den Tag kommen, hoffe ich. Das haben wir 3 Stück, das reicht hoffentlich. Ja, nicht ganz. Also wirklich viel bringt's nicht. Gut. Alles klar, dann werde ich erstmal ganz geschwind mich hier um die wichtigsten Sachen heute kümmern. Also alles gießen, füttern und so. Und dann schauen wir uns den Rest mal an. Ich habe ein bisschen Holz, also ich habe Holz gehackt. Guck mal, vielleicht kann ich dann auch ein paar Perlenaustern, Becken, Wasserbecken, ihr wisst schon, bauen. Schauen wir mal. Ah, die Gurken sind schon wieder fertig. So. Gießkanne. Oh, und mich auch noch auffüllen. Oh, Leute, wir haben so viel zu tun. Ich bin schon ganz zittrig hier. Hier und da und dort und überall. Und oh mein Gott. So, die Gießkanne ist voll. Das ist jetzt gegossen, ne? Du bist fertig, ne? Ah. Komm. Gieß mal so über Eck. Hier kann man hier irgendwas. Man kann nichts davon gießen. Das ist alles fertig. So, so, so. Ganz viele Kartoffeln. So. Dann kann ich gleich eigentlich auch mal die Bohnen anbauen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Wo sind sie denn? Da, die Azuki-Bohnen. Die 1,5 Monate brauchen. So. So, die darf ich jetzt 1,5 Monate lang gießen. Ey, das wird alles noch ewig dauern hier, Freunde. So. Und so, bis dann kann ich schon mal mich um die anderen Aufgaben kümmern. Ach, Herr Jemine. So, jetzt muss ich wieder was essen, weil mein Charakter schon wieder total kaputt und müde ist. So. Hallöle, wisst ihr noch damals, als ich einmal irgendwo essen gegangen bin am Anfang? Irgendwann bei Hector oder so meistens. Weil ich keine Energie mehr hatte. Irgendwie kam ich damals mit meiner Energie viel besser zurecht als jetzt. Jetzt bin ich andauernd wegen irgendwas K.O. Und, oh, nein, keine Reisheim. Und futtere wie eine Verrückte hier andauernd, weil ich so viel zu arbeiten habe. So. Habe ich euch schon geknuddelt alle jetzt, gerade eben? Ja. So, die Kacke mache ich morgen weg. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Aha.
ne? Ja, ich kann nicht melden. Ihr habt heute beide keine Lust auf geschoren werden. Aber wenigstens ist Anuk bereit. So. Und dann wird die Nadel gebürstet. Huch. Jetzt. So. So, das geht super duper flott hier. Da bin ich froh, dass wir nicht immer so lange für die Tiere brauchen. So. Und schon sind wir fertig. Noch kurz bei Kyoto vorbeischauen und das war's. Kyoto. Na komm, komm raus. Komm raus und spiel mit mir. Ne? So, ich könnte auch mal wieder ein bisschen Dünger kaufen. Da wird nämlich auch langsam etwas wenig. Wenig? Ihr wisst schon, da wird immer weniger der Dünger. So, hier oben Dünger ich nicht. So. Ich glaube, Gurken und Tomaten und Erdbeeren kann ich mindestens noch einmal jetzt ernten. Dann haben wir dann, wenn ich dann raus Saat mache, dann super gute, mega geile Saat, hoffe ich. Ich weiß es nicht. Kann ich? Warte mal, kann ich? Na egal, ich guck später. So, wir gehen jetzt erstmal runter. Ich zeige euch jetzt, wie kraut und trübig ich das jetzt hier alles gemacht habe. Ich muss, glaube ich, auch noch ein bisschen gießen. Ich habe es nicht geschafft, alles ganz zu gießen. Da esse ich, glaube ich, lieber noch ein bisschen was, weil wenn man die Sachen hier gießt, geht unheimlich schnell die die Energie runter. So, ein bisschen gießen könnte ich hier, glaube ich, heute wieder. Hier so. Ich hoffe einfach, dass es die Tage mal wieder regnet. Also das ist alles jetzt hier perfekt bewässert. Das ist alles soweit fertig. Und ich habe wirklich alles verbraucht. Ich habe alle Felder gesetzt und ich habe all meine Reissetzlinge hier. Das habe ich schon nicht fertig. Läuft super. Okay. So. Habt ihr gesehen, wie viel Energie das gekostet hat, das alles zu gießen? So. Okay. Das ist hier noch eine lange Schneise, genau. Das jetzt noch und dann müssen wir aber hier auch schon durch sein. So, genau. Und hinten ist auch schon alles gegossen. Ja, es ist alles jetzt verteilt. Und wenn ich hier hin und wieder ein bisschen Holz hacke und ein paar Steine wegschlage, kann ich das alles dann auf einen Fleck konzentrieren. Muss man mal Stück für Stück machen. Ich habe jetzt auch einiges an Holz wieder inzwischen angesammelt. Kann ich auch kurz mal zeigen, ganz stolz. Ja, 35 Äste und ein paar Zweige. Da können wir auf jeden Fall auch wieder ein paar Fischdinger wieder draus basteln. So ein paar Fischgehege. Wo wir dann ein paar Austern einsetzen. Mhm. Müssen wir mal gucken, wo wir die dann genau hin tun. Weil hier ist auch nicht mal so viel Platz. Und hier hinten die Reisfelder. Wahrscheinlich, wenn ein Platz ist, dann rüber verfrachten. Gucken wir mal. Wir gucken einfach. Wir kriegen das alles schon irgendwie irgendwann hin. Ist eine Menge Arbeit, aber das schaffen wir. So, alles noch düngen und dann sind wir jetzt hier mit dem Wichtigsten fertig. Der Tag ist eigentlich auch schon fast wieder rum. So. Die Frage ist natürlich, was wir jetzt hier noch großartig jetzt machen heute. Ich bin mal dafür, dass wir fleißig Spenden sammeln. Das müssen wir bis spätestens morgen erledigt haben und wir haben noch gar nicht angefangen. Dann auf mal los. Auf los geht's los. So. Heute wird Ludus ja ohnehin nicht da sein. Also können wir bei ihm ja eh kein, also diese Fischgehege noch gar nicht bauen. Von daher, huiuiuiui, wieder raus mit der Maus. So. Ich überlege gerade. Wartet. Gebt mir kurz Zeit. Hier. Nein, geht nicht. Okay. Ich wollte gerade was nachgucken, aber hat sich erledigt. So, wo sind denn jetzt hier alle? Hallo? Ich weiß gar nicht, von wem ich jetzt hier alle die Spenden brauche. Brauchst du von dir Spenden? Erklär ihnen einfach, dass du hier bist, um Spenden einzusammeln. Und die Leute werden verstehen, was damit gemeint ist. Ja, ja, das weiß ich. So. Yumi! So, das ist ein Gesicht, was ich lange nicht mal gesehen habe. Wie geht's dir? Ja, tut mir leid. Ich war beschäftigt mit Dingen tun. Kennt ihr das gute alte Dinge tun? Lassie könnte auch mal eine Erdbeere bekommen. Lassie! Ah,
für mich. Oh, wow, wie toll, danke. Das ist das Beste, was ich je gekriegt habe. Ich liebe dich. Dass sie voll am Ausrasten, wenn sie Erdbeeren kriegt. So, ob Frank auch Erdbeeren mag? Huch. Danke, Yume. Sowas fand ich schon immer toll. Bitte. Hey, Frank. Spenden für das Göttinnenfestival? Megan hat dich wohl überzeugt, ihr zu helfen, was? Ich versuche ihn einfach zu überzeugen. Ich glaube, so viel gebe ich. Viel Glück beim Einsammeln des Rests. Juhu, einen haben wir schon. Fehlen nur noch, keine Ahnung, 5 Stück oder so. Da. Oh. Allüe, ist auch wieder fertig. Kann ich wieder irgendwie medizinische Versuchsperson sein oder sowas? Nein, schade. Oh, wir können wieder Reinigungskraft sein. Da weiß ich schon, was wir nachher machen. Vielleicht finden wir ja krasses Zeug. Well, müssen wir dich auch anhauen? Ja. Ich schmolle mal. Okay, ich gebe. So viel gebe ich dir. Da, bitte. Na, Hector, willst du auch was abgeben? Na, eine Spende, was? Wir versuchen ihn zu überzeugen. Ich sehe, dass es dir sehr wichtig ist. Und naja, meine Familie, ich schulden dir was. Hier, du kannst es nehmen. Das müssen wir nicht anhauen, ne? Nee. So. Oh, Kaktusfeigen. Hallo, Wayne. Na, willst du was spenden? Nein. Also mal hier oben die Kaktusfeige will ich natürlich auch mitnehmen. Und ja, Aloe ist auch fertig in der einen Ecke, das weiß ich. Da gehen wir auch nachher noch hin. So, Carrie, eine Spende bitte. Nein? Brett? Genervt schauen. Tut mir leid, Yume, ich weiß, es ist erbärmlich, aber meine Mittel sind momentan recht knapp. Oh, wie sie sich gleich so verteidigen, so. Es tut mir leid. Oh, ich habe kein Geld. So, Lisette? Wenn du irgendwelche Fragen über Blumen hast... sie ist so süß. Okay, dann zu Miranda noch und dann zum Schluss zu Ford. Ich glaube, da haben wir eh schon mit allen gesprochen, die es hier gibt. Und werden alle Spenden demnach auch haben. Ah, du sammelst die Spenden. Ich verstehe. Also dann, wie viel werde ich dieses Jahr spenden? Um Geld anflehen. Wenn du so weit gehst, denke ich, dass es nur fair ist, wenn ich großzügig bin, nicht wahr? Hier, das sollte genug sein für dieses Jahr. Viel Glück mit dem Rest. Yeah. So, und zu guter Letzt nochmal zu Ford. Daba. Und dann geben wir alles der lieben Megan. Die BD, wo ist er denn? Ist er schon oben? Hat er schon Feierabend gemacht, der Lümmel? Da ist er. Hi, lass mich raten. Du bist hier, um nach einer Spende des Goldenen-Fest zu fragen. Nein. Oh, ich wollte ihn überzeugen. Ich wollte nicht flehen. Gerade bei ihm, so bei so einer sachlichen Person, ist es vielleicht sinnvoller, ja, mit Argumenten zu kommen. So, jetzt ist 18 Uhr, jetzt machen die Läden zu. Genau. Ja, und morgen kaufen wir dann die Fischdinger. Sehr schön. Ich habe auf jeden Fall genug Holz dafür. So, okay. Und aufräumen würde ich gerne bei Lotus, klingt doch alles gleich. Mal gucken, was wir diesmal mitnehmen können. Jetzt so, bam, Goldbarren. Oh, danke, dass du mir hilfst. Naja, heute könnte ich wirklich Hilfe beim Aufräumen gebrauchen. Was haben wir? Oh, Salbei. Nein, warum nicht? Oh, wow. Du weißt wirklich, was du da tust. Hier ist eine Bezahlung. Guck nach, ob es der richtige Betrag ist, wenn du magst. Wir haben auch wieder ordentlich ein bisschen Geld gekriegt. Ordentlich ein bisschen Geld gekriegt. So, ja. Hier oben ist nie was. Schade. Okay, dann haben wir das auch soweit geschafft. Der Tag ging jetzt sehr schnell rum. Liegt nicht zuletzt daran, dass wir bis nachmittags im Krankenhaus noch lagen. Hey, magst du Erdbeerenlotus? Ist das für mich? Ich schätze den Gedanken. Hallo, wer freut sich denn nicht über Erdbeeren? Erdbeeren sind super. Mann, ey. Haben wir eigentlich schon neue Farmaufgaben von Frank bekommen? Ich glaube nicht, oder? Nö. Die kommen bestimmt auch noch. Das wird wieder ganz krass. Oh, 75 müssen wir zusammenkriegen für die Spende, Leute. Oh, das war tappisch.
Das wird happig. Gießkanne. Gieß mal noch ein bisschen hier. Meine Kanne ist voll. Oh nee, hier ist alles. Na klar, ich habe ja übelst lange geschlafen. Natürlich ist ja hier alles noch nass. Wollte ich euch noch irgendwas machen? Ich habe noch ein bisschen Energie übrig auf jeden Fall. Also kann ich unten noch ein bisschen arbeiten. Hier sind jetzt recht viele Felder wieder leer. Vielleicht sollte ich da wirklich auch ein bisschen kürzer treten. Gucken wir mal. Genau, hier ein bisschen Platz auf jeden Fall machen. Jetzt sind Steine. Und das Ding, das ist, ich weiß gar nicht, ob das im Weg ist, wirklich, der Nadelbaum. Schreiben wir auf jeden Fall erstmal hier oben alles auf. Und dann mache ich unten weiter. Axt. Bium. Bow. Bam. Boom. Boom. Ich fühle mich irgendwie erschöpft. Hi. Blop, blop. So. Komm. Was kriegen wir es auch hin? Sehr gut. Haben wir noch einen Baum gefällt? Einfach mal so. Perfekt. Wenn wir den Stein dann noch wegmachen, können wir hier auch was hinsetzen. Na, guck mal. Kriegen wir alles hin. Haben wir dann so ein riesiges Freisfeld dann hier oben. So voll übertrieben. Na, gucken wir mal. So. Gut, dann gehen wir ins Bettchen. Mal sehen, was der nächste Tag bringt. Vielleicht bekommen wir dann auch neue Farmaufgaben von Frank. Wir gucken mal. So. Nein. Aber es regnet. Guten Morgen, Schätzchen. In aller Frühe auf, um die Arbeit zu erledigen. Arbeit hart, aber übertreibe es nicht. Okay, Mama. Es regnet, die Erde wird nass. Strohmarkt hat neue Sachen im Angebot. Ramans und Pole Pole, super Produkte. Was gibt's denn Neues? Muss man mal gucken. Sehr gut, Erdbeerchen sind fertig. Ich kaufe heute eventuell auch wieder ein bisschen Dünger. Gucken wir mal. So, ich kann ja schon mal anfangen, Saat herzustellen, falls beides heute, falls beides keine Früchte mehr trägt. Ich denke mal, zur Not kann ich die Saat ja auch wieder verkaufen, falls das schief gehen sollte. So, erstmal wieder die Tierchen. Ach ja, heute wollte ich ja den Mist wegmachen. Dass sie jetzt hier nicht in Scheiße ertrinkt. Ich finde es schade auch, dass man die Kaninchen nicht mal hier im Hühnerstall mit unterbringt. Ich finde, da passen die viel besser rein, weil so ein kleines Kaninchen neben einer Kuh oder einem Ochsen, das passt eher zu Hühnern. Von der Größe schon allein. Naja. Und Leckerlis muss ich auch mal wieder kaufen. Okay. Schreib mal auf meine Einkaufsliste Leckerlis und Dünger. So, habe ich euch jetzt schon geknuddelt? Nein. So. Und dann noch dich. Okay. Ah, er hat noch genug Futter. Ja, dann futtert mal, ihr Süßen. So, piu. Alles Klärchen, Barbärchen. So, sieht's hier aus? Habt ihr noch Futter? Noch zweimal Futter. Komm, dann machen wir noch wieder ein bisschen was rein bei allen. So, lass mal. Ist ein Ködel, mach ein Ködel. Was haben wir jetzt hier? Mistgabel. Whoops. Okay. Ey. Na komm, nochmal. Sehr schön. Mäh. Und hier nochmal. So ein Mist. Dann machen wir gleich weiter. So, wer will gebürstet werden? Oh, das ging schnell. Ich mag mal die neue Bürste, die geht super schnell. Gut. Sind wir eigentlich auch hier schon wieder fast fertig. Ah, okay, die Schere können wir ruhig noch ein bisschen upgraden, dass sie auch schneller geht. Und die Mähmaschine auch. Da bin ich doch ein bisschen verwöhnt. So. Es müssten eigentlich jetzt ja alle bis auf Kyoto schon ihre Liebe, ihre tägliche Liebe. Ich habe euch doch keine Leckerlis. Habe ich euch keine Leckerlis gegeben? Dann habt ihr aber eure tägliche Liebe, eure Liebesportion bekommen. So Leckerli, streicheln, bürsten, füttern, melken, scheren. Das ist schon ganz schön anspruchsvoll, die Tiere hier.
Was willst du tun? Was willst du tun? Halt. Ich möchte eigentlich einfach nur... Kyoto. Kyoto ist doch nicht genervt. Ich will doch nur lieb zu dir sein. So. Schauen wir mal. Ist hier mal irgendwas fertig? Gar nichts. Keiner dieser Bäume ist hier mal fertig. Das ist voll traurig. Die Muscheln auch so vor sich hin. Hier geht auch heute nichts. Die Felder werden geflutet. Das ist gut. So. Okay, gucken wir mal. Erdbeersamen mache ich mal schon mal 4 Stück. Genau. Und dann noch 4-mal Gurkensaat. Ich überlege gerade. 3-mal und dann nochmal goldene. Weil wir gerade so lila lustig sind. Komm. Goldene Gurkensaat. Das ist der Shit. Goldene Gurkensaat. Das ist der Hit. So. Okay. Oh. Was für ein verregneter Tag. Hm. Auf jeden Fall Gurkensamen ist fertig. Das ging schnell. Ja, hier ist noch einiges. Das muss schnell vorbei. Ja, wir sollten trotzdem hier ein bisschen arbeiten heute. Ja, das mit den Steinen macht mir ein bisschen Sorgen. Das kann nämlich durchaus dauern, bis die auch mal wieder weg sind. Ich habe das Gefühl, dass Steine immer mal ein Vielfaches länger brauchen als die Äxte, Bäume. Wobei ich natürlich meinen Hammer auch eher verbessere als meine Axt. Weil ich natürlich mit dem Hammer auch eher was abbauen kann. Weiß ich gar nicht, ob die Felsen dadurch jetzt ein bisschen schneller gehen. Gucken wir mal. Ich muss wieder was kochen. Aber ich hab doch was, ja. Und weiter geht's. Und wah. Und hua. Und pow. Und pow. Und das ist für Mutti. Und das ist für Daddy. So. Bisschen übertrieben. So. Sehr schön. Okay. Kann ich vielleicht sogar hier auch schon was umbauen? Ich überlege gerade, aber hier sind 2. Wenn ich hier eins rüber baue. Das wird ja hier. Nichts bringen. Na, ich muss hier ganz schön gucken. Ob da hier irgendwo ein Weg ist, das weiß ich auch nicht. Ob der hier zu nah ist. Das müssen wir alles erst rausfinden. Der ist auf jeden Fall scheiße. Da muss auf jeden Fall weg, der Fels. Mal gucken, vielleicht kriegen wir den schon gut weg. Den das zu zerbrechen wird nicht leicht. Oh, jetzt bin ich aber erschöpft. Ich glaube, das funktioniert. Ja. Krasser Eintopf. Oh. Oh, geht doch schneller als gedacht. Fast geschafft. Ja, okay. Also geht das zu klopfen jetzt doch relativ gut. Gut, dann zerklopfen wir gleich ein bisschen was. Warum nicht, ne? Ich koche erstmal wieder mir ein paar Gerichte. Und werde dann am besten vielleicht sogar offscreen die ganzen Felsen zerklopfen. Und dann, wenn ich damit fertig bin, gehen wir dann gemeinsam zu Lutus und bauen dann weitere Fischgehege. Ich denke, das ist fair. Also, sag ich einfach dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ihr Let's Played Story of Seasons, Trio of Towns. Danke fürs Zusehen, fürs Bewerten und fürs Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.